Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor. Mein Name ist Alvo und heute schauen wir uns meine größten Fehlkäufe an. Wo habe ich mein Geld bis jetzt verschwendet? Viel Spaß mit dem Video. Bevor das Video beginnt, schreib mir deine größten Fehlkäufe doch einfach mal unten in die Kommentare rein. Davon können wir alle profitieren und ich bin mir sicher, dass jedem von uns Outdoor-Begeisterten schon mal ein Fehlkauf untergekommen ist. In diesem Video geht es also um Ausrüstung, von denen ich euch ausdrücklich abraten möchte, weil ich selber damit sehr auf die Fresse geflogen bin. Ich möchte euch damit auch eine kleine Hilfestellung geben, dass ihr euer Geld eben nicht für denselben Scheiß rauswerft. Als erstes in diesem Video ein Gegenstand, den ich glaube ich auch als allererstes gekauft habe oder es war auf jeden Fall einer meiner allerersten Fehlkäufe. Dieses kleine Messer von Camp Buddy, das ist ein Klappmesser, einhändig zu öffnen, nicht § 42a konform, aber das soll uns nicht stören, das ist nicht der Grund, warum ich das hier als Fehlkauf bezeichne. Erstmal, was ist das an sich für ein Messer? Es kommt mit einer relativ günstigen Nylonscheide daher, die einen kleinen Klettverschluss vorne hat und hinten dann noch eine Öse für deinen Gürtel. Das Messer an sich ist schwarz lackiert, die Klinge. Sie ist schön spitz zulaufend. Sie hat hier unten kleine Serrations. Ja, wer das mag, eigentlich braucht man es nicht wirklich. Was mich am Anfang zum Kauf getrieben hat, ist, dass bei diesem Messer so alles irgendwie ein bisschen dabei ist, was man nur so gebrauchen könnte. Wir haben hier vorne eine kleine Taschenlampe, die so mit Drehen an- und ausgeht. Sie funktioniert auch noch. Es ist auch keine schlechte Taschenlampe, wenn man kleine Sachen jetzt unterm Tisch sucht, zum Beispiel in einem PC hantieren möchte, schnell irgendwie das Handy raussuchen möchte, wenn es im Schlafsack irgendwo im Zelt verloren gegangen ist oder ähnliches. Hier hinten haben wir einen kleinen Feuerstahl drin, der hier so drin sitzt. Ja, relativ locker. Da kommen wir auch zum Meckern. Aber das gucken wir uns erst an, wenn ich alle Sachen gezeigt habe. Hier hinten haben wir einen kleinen Gurtschneider. Ob man Gurte damit schneiden kann, weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass man damit auf jeden Fall gut zum Beispiel Paketbänder und ähnliches durchhacken kann. Für sowas finde ich das eigentlich immer ganz praktisch, vor allen Dingen, weil ich ja im Lagerbereich früher gearbeitet habe. Hier hinten einen kleinen Glasbrecher. Ob der stabil genug ist, wage ich zu bezweifeln, denn das ist oftmals eine Schwachstelle von solchen Messern. Hier hinten haben wir einen Clip, der mittlerweile ziemlich viel Spiel hat. Ja, also das Metall hat nicht so gut gehalten. Der Clip ist nicht so das Goldene vom Ei sozusagen. Ja. Und die Klinge, seht ihr, ist halt schwarz gefärbt, relativ spitz zulaufend. Die ist auch scharf genug. Ja. Und hier unten Serrations. Warum ist dieses Messer jetzt ein Fehlkauf? Es hat damals 30 Euro gekostet und die Klinge hat kaum Material und ist nicht sehr lange schneidfreudig. Also wirklich überhaupt nicht. Die Serrations braucht keine Sau, ehrlich gesagt. Habe ich noch nie benutzen müssen für irgendwas. Es ist einfach insgesamt keine brauchbare Arbeitsklinge, weder zum Schnitzen, noch für Kochen, noch für sonst irgendwas. Ja. Die Taschenlampe hat zwar hinten ein Magnet, das heißt, sie wird auf keinen Fall rausfallen. Ja. Ihr seht das. Sie hält fest. Aber dadurch, dass das eine Drehtaschenlampe ist, die nur durch Drehen angeht, hat sich mit der Zeit hier das Gehäuse verbogen von dieser kleinen Taschenlampe. Ja, so, dass es immer mal wieder aus und angeht und ähnliches. Einfach instabil. Weiterhin nervig ist, dass hier hinten der Feuerstein mittlerweile komplett lose sitzt. Also der fällt halb raus, wenn sich das Messer mal ein bisschen zu viel bewegt. Ja. Und er klappert auch die ganze Zeit, wenn man damit irgendwas macht. Die ganze Form ist relativ unhandlich. Darüber könnte ich hinwegsehen, wenn die anderen Funktionen gut wären, weil das ist ja das, was man sich so ein bisschen erkauft, ja, mit diesen ganzen Funktionen, dass man nicht mehr die ganzen einzelnen Sachen rumschleppen muss, sondern sozusagen so einen Gegenstand hat, mit dem alles funktioniert. Aber da bin ich auf die Werbeversprechen reingefallen, weil das Messer ist so nicht praktikabel und nicht robust. Das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt bei meinen Ausrüstungsgegenständen. Die müssen schon auf Dauer aushalten und ich habe das, glaube ich, ein halbes Jahr benutzt und mittlerweile möchte ich es nicht mehr benutzen. Einfach weil das rausfällt, weil das hier bricht, weil die Klinge nicht gut ist und so weiter und so fort. Für mich sind das 30 rausgeschmissene Euro im Prinzip im Endeffekt gewesen und ja, ich rate euch davon ab, dieses Ding zu kaufen. Unter anderem auch einfach wegen diesem total schlechten Clip hinten. Ebenfalls ein Fehlkauf, aber einer, der nicht ganz so weh tut, ist das von dieser kleinen Cree Q5 Taschenlampe. Die hatte ich mal vorgestellt in einem flotten Dreier tatsächlich, weil sie ein halbes Jahr lang echt gut war für den Preis, den ich bezahlt habe. Die Taschenlampe kostet halt knapp 3 Euro, ist stabil, wasserabweisend, aber nicht wasserdicht. Der Clip ist
totaler Scheiß, ja, der ist fast schon abgebrochen, also damit kann man nicht sicher das transportieren irgendwo nach Hause. Es gibt nur einen Modi, an und aus, für 3 Euro absolut in Ordnung. Man kann das hier nach vorne und nach hinten ziehen und damit hat man einen engeren, weiteren oder breiteren Strahl mit mehr Licht. Mittlerweile, und das, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber die Linse ist vorne rausgefallen. Am Anfang fand ich diese Taschenlampe total klasse, weil sie hat für 3 Euro wirklich viel geboten. Sie war sehr gut in der Lichtquelle, sie hat eine Doppel-A-Batterie benutzt. Ich mag das, wenn Taschenlampen handelsübliche Batterien benutzen, sodass ich die jederzeit nachkaufen kann. Der Clip war noch in Ordnung und. Aber nach einem halben Jahr haben sich die Mängel gezeigt. Manchmal ist Scheiß-China-Ware auch wirklich nur Scheiß-China-Ware. Da kann man halt nichts machen. Man kauft manchmal ein bisschen die Katze im Sack. Und diesmal hat es mir sozusagen in den Schwanz gebissen. Die ganzen Punkte, die ich genannt habe, sind natürlich schon negativ genug. Gleichzeitig kommt aber noch hinzu, dass sie irgendwie anscheinend mittlerweile innen drin Wackelkontakte hat. Das heißt, sie geht manchmal einfach von selber aus, dann wieder an. Und man kann auch nicht mit Schütteln gegenmachen und so weiter und so fort. Also eine Taschenlampe, von der ich eher abraten möchte. Ich werde auch nochmal den Flottendreier raussuchen, wo ich diese Taschenlampe vorgestellt habe und das unten in die Kommentare reinschreiben. Der nächste Gegenstand. Und ihr werdet euch wundern, hä, warum denn in einer Plastiktüte und so weiter und so fort? Ganz einfach. Das ist eine Hose und die ist noch in Originalverpackung. Ich habe damals 3 Hosen auf einmal bestellt. Ich sage euch gleich von wem und was das überhaupt für eine Hose war und welchen Sinn sie hatte und habe dadurch ein bisschen Geld gespart. Ja. Dachte mir, kommst du gleich 3 auf einmal, genau ein bisschen größer, ja, damit, falls du mal ein bisschen Weihnachtsessen gegessen hast, das auch nicht so das Problem ist. Und ja, hatte dann 3 Stück zu Hause. Die erste habe ich benutzt und die Hose ist eine Arbeiterjeans von Engelbert Strauß. Viele von euch mögen die Sachen von Engelbert Strauß, weil sie ihnen gute Dienste leisten, sowohl im Alltag als auch auf der Arbeit. Ich möchte jetzt hier nicht die Marke Engelbert Strauß an sich schlecht reden, sondern ich möchte jetzt über diese Worker Jeans, über die Arbeiter Jeans von Engelbert Strauß reden, die ich benutzt habe im Kontext von Outdoor. Damals, als ich noch im Lager gearbeitet habe, habe ich die gekauft und da haben die Hosen gut funktioniert, sag ich mal. Dort hattest du in dem Sinne auch nicht ganz so hohe Arbeitsansprüche, wie es jetzt vielleicht bei Outdoor oder wenn man zum Beispiel auf dem Bau oder als Mechaniker arbeiten würde. Ich habe diese Hose benutzt im Outdoor-Bereich am Anfang und irgendwann ist sie gerissen. Gut, Hosen reißen, das passiert mir auch mit der Armeehose, ganz normal. Viele von euch reißen irgendwo Hosen, besonders gern natürlich in der Naht, wenn man irgendwo Berge hochklettert und so, ist das ganz normal. Ich habe die Hose dann flicken lassen, dann ist sie nochmal gerissen, dann habe ich sie nochmal flicken lassen und dann ist sie so komplett gerissen, dass sie überhaupt nicht mehr zu retten war. Also ein völliges Fiasko für den Outdoor-Bereich. Das ist mir in der Art und Weise tatsächlich noch mit keiner anderen Hose, soweit ich mich erinnere, in meinem Leben passiert. Also muss ich sagen, diese Nähte von dieser Hose sind wirklich nicht besonders gut und ich möchte sie einfach auch mittlerweile nicht mehr tragen und bin jetzt natürlich zu den Armeehosen von Leo Köhler umgestiegen, einfach weil die, selbst wenn mal was reißt, besser reparierbar sind und dann auch deutlich länger halten. Jetzt könnte man natürlich sagen, vielleicht hatte man nicht den besten Schneider damals, ja, vielleicht hat er die Hose nicht richtig genäht, sodass sie dann gerissen ist wieder. Ich muss aber sagen, dass es 2 unterschiedliche Schneider waren, das heißt, und andere Sachen haben von denen auch gehalten, also es muss schon irgendwie am Stoff und an den anderen Gesamtnähten dieser Hose liegen, dass sie für wirklich starke Beanspruchungen, wie sie halt zum Beispiel im Outdoor-Bereich ja, vorkommen, nicht geeignet ist und deshalb aus meiner Sicht ein absoluter Fehlkauf. Und jetzt liegen halt noch 2 Hosen davon bei mir halt zu Hause rum oder so. Ja. Ich kann mal gucken, was ich damit mache. Vielleicht kann ich die mal einem Kumpel schenken oder sonst irgendwas. Man kann sie ja auch im normalen Alltag benutzen, aber ich bin halt komplett zu Armeehosen überall umgestiegen. Ob ich mich jetzt einkaufen gehe in der Innenstadt, ob ich draußen rumgehe in der Natur oder sonst irgendwas. Der nächste Fehlkauf, von dem ich euch abraten möchte, ist diese Kopflampe. Ich hatte sie damals gekauft vor dem ersten Westweg. Mittlerweile war ich ja 2-mal da, also vor ungefähr knapp 2 Jahren. Da hat die Lampe noch ganz gut funktioniert. Sie funktioniert im Prinzip auch jetzt noch. Ihr seht das, ja. Sie leuchtet. Sie hat auch verschiedene Modi. Die verschiedenen Modi funktionieren auch. Ja. Also eigentlich alles gut. Hinten haben wir einen aufladbaren Akku. Der lässt sich übrigens nur mit dem richtigen Kabel aufladen. Warum ist jetzt diese Lampe für mich ein kompletter Fehlkauf gewesen? Nach spätestens einem halben Jahr ist es aufgetreten, dass nach ungefähr 5 Minuten Betriebnahme das Licht sich von selbst runtergeschaltet hat, egal wie voll die Akkus waren. Das heißt, ich konnte die Lampe eigentlich nicht mehr wirklich für das, wofür ich sie benutzen wollte, benutzen. Sie hat somit ihren Sinn verloren. Und dafür sind mir die 22 Euro,
auch wenn 22 Euro jetzt nicht mega viel sind, einfach verlorenes Geld gewesen. Man muss jetzt noch dazu sagen, dass die Lampe relativ schwer ist, dass die Akkus relativ lange zum Aufladen brauchen und. Das heißt, diese Art von Kopflampen, die sieht man ja immer öfter. Dieser Aufbau mit diesem Kopf hier vorne, ja, ist immer ein bisschen modisch abgewandelt, aber die Grundform dieser Kopflampen ist ja immer ungefähr gleich. Und es wird immer viel Leistung versprochen für den Outdoorer natürlich meistens, ja. Und dabei aber auch viel Robustheit und ähnliches. Das kann ich leider nicht bestätigen, zumindest bei dieser Lampe nicht. Und ich möchte euch damit so ein bisschen insgesamt vor solchen Lampen warnen. Wir kommen in einem anderen Video auch nochmal auf eine ähnliche Lampe zu sprechen, die ich auch ausprobiert habe. Für mich also ein Fehlkauf, falls ihr überhaupt keine Kopflampe habt und mal für 5 Euro auf dem Flohmarkt eine sieht, mein Gott, dann ist es vielleicht nicht so das Problem. Aber sie neu für 22 Euro kaufen, nach halbem Jahr die Funktion fast nicht mehr nutzen können, ist halt schlecht. Wenn dich weitere Videos zu meinen Fehlkäufen interessieren, dann schreib es mir einfach unten in die Kommentare, damit ich Bescheid weiß. Das war es in diesem Video auch schon zu meinen Fehlkäufen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du konntest etwas mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, abonniere mich, denn dann verpasst du keine Auslosungsvideos mehr. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss.